Die 25. Charlottenburger Mitsommernacht im Mommsenstadion. Ein rundes Jubiläum und immer ein Höhepunkt für den SCC Berlin. Es geht einfach darum, aus den anderen Vereinen, aus Berlin, aus Brandenburg, aber wie wir sehen heute zum Beispiel auch aus Mecklenburg-Vorpommern, viele Athleten einzuladen und einfach sich hier zu messen und einfach einen schönen Abend unter Leichtathleten zu verleben. Den hatten hier ohne Frage alle. Aus ca. 40 Vereinen waren rund 200 Sportlerinnen und Sportler angetreten im Kampf um die Mitsommernachtsmedaillen. In zahlreichen Disziplinen, von Sprung über Langlauf bis hin zu Sprint, war hier heute alles dabei, was Leichtathletik-Fans Freude bereitet. Und einen Leckerbissen gab es schon zu Beginn, der 100-Meter-Sprint der Männer, in dem sich Sibusiso Matsenya aus dem Swasiland mit einem Abstand von fast 4 Zehnteln vor seinen Kontrahenten positionierte. Mit unglaublich starken 10,53 Sekunden war er schneller als Alireza Rastine auf dem zweiten und Mpumelelo Mongo auf dem dritten Platz. Bei den Frauen konnte sich Christine Bayer vor Isabel Cornelius und Birte Damerius durchsetzen. Doch nicht nur auf Geschwindigkeit kam es an, auch in die Höhe ging es an diesem Abend in Charlottenburg. Bis auf 5 Meter, um genau zu sein. Marek Schudoma vom Zehlendorfer TSV ließ die Konkurrenz am Boden und konnte fast noch auf 5,10 Meter erhöhen. Aufs Treppchen musste er dann nicht mehr ganz so hoch springen. Im Weitsprung der Frauen konnte sich die soeben noch auf den dritten Platz gesprintete Birte Damerius mit einer Weite von 6,12 Meter die Goldmedaille sichern. Im Finale der Männer teilten sich Mohamed Amin Al-Salami und Alexander Fuchs mit je 7,19 Meter den ersten Treppchenplatz. Zum Abschluss ging es nochmal auf die Tartanbahn über die 1500 Meter Mittelstrecke. In der weiblichen U20-Jugend konnte sich der RSV Eintracht Berlin in Form von Leandra Lorenz den ersten Platz sichern. Es lief ganz gut. Ich bin gerade, sag ich mal, wieder in der Aufbauphase. Ich hatte letztes Jahr lange eine Verletzung über den Winter und bin jetzt im Sommer wieder gestartet. Und dafür lief es richtig gut. Ich näher mich wieder meinen Bestleistungen. Sich seinen Bestleistungen nähern, das hatte auch Julius Lavnik von der LG Braunschweig vor. Trotz seines ersten Platzes mit 3 Minuten 50 ist er immer noch sehr selbstkritisch. Der Lauf lief heute sehr schleppend für mich. Für mich war es aber wichtig gewesen, heute einfach mal durchzulaufen, weil ich zurzeit ein bisschen Probleme mit dem Kopf hatte, mich an die Linie überhaupt zu stellen und zu starten. Und dafür war es okay gewesen, für die Verhältnisse mit dem Wind war es auch okay. Ein sportlicher Abend, der sicherlich für die meisten mehr als okay war. Teilweise internationale Besetzung, tolle Bahn, tolle Leute, tolle Atmosphäre und Leichtathletik macht nur eins Spaß. Wir freuen uns schon jetzt auf das 26. Mal.